Oh mein Gott, als Kind, da machst du viel durch. Als die Glocken zu läuten begannen, vermischten sich Tränen und Feuer über uns zu einem furchtbaren Regen. Wir flehten die Götter an, aber erhielten keine Antwort. Dann begann der Boden zu beben. Große Risse taten sich auf und spalteten die weißen Steinmauern Ursas und die Menschen fielen in der schwarzen Tiefe der Erde. Ich sah, wie meine Liebsten in der bebenden Erde versanken und als die Stufen unter mir zerbrachen, fiel ich auch. Jedoch sprach mein Tiergeist zu mir, ich erinnerte mich und breitete meine Flügel aus. Ich weiß nicht wie lang, aber ich flog über zerfallenes Land und Sturmwolken. Oh, und dadurch erstand wohl der Schöpfer. Halbtot erreichte ich das Land der Götter und fiel besinnungslos ins Gras. Als ich erwachte, saß eine Priesterin neben mir und sah nach meinen Wunden. Sie sagte, dass Ursa untergegangen und die Welt zerfallen sei. Ein Gott hatte sich selbst geopfert, um die Leere aus unseren Herzen zu verbannen. Dies hatte die Welt zerfallen lassen. Viele waren gestorben, so auch der Gottkönig und seine Stadt Ohn. Unsere zerfallene Welt lebt nun in Frieden. Ich weinte und ich weine noch immer, denn ich erinnere mich an diesen Tag und den schrecklichen Preis des Friedens. Oh, das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Das ist aber die Frage, wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt irgendwo hin. Warte mal. Oh, da ist eine Höhle. Sehe ich das richtig? Ja, da ist eine Höhle. Die habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Vielleicht geht es hier weiter. Vielleicht bekommen wir da noch ein letztes Artefakt bzw. Symbol. Kriegen wir vielleicht noch Symbole? Das ist nämlich die Frage. Ich glaube nicht, dass man da so einfach die Symbole bekommt. Ich glaube, bei den anderen haben wir das auch nicht. Wir werden es sehen. Schauen wir mal. Entdeckt Ikulis Bau. Ikulis Bau. Oh, das ist aber ein schöner Bau. Aber es... Oh. Tiere haben sich wohl... Oh. Okay. Oh, wir könnten hier vielleicht doch das Symbol kriegen. Könnte sein. Vielleicht wieder so eine Art... Wieder Hirsch. Ein Tier, das gefangen ist. Oh, hier eine Götterstatue. Oh mein Gott, das ist aber sehr... Sehr groß. Hier ist auch noch was, aber hier komme ich, glaube ich, gar nicht so direkt weiter. Komme ich denn oben überhaupt weiter? Ich sah jetzt nicht unbedingt einen Weg. Oh doch, von hier oben. Von hier aus. Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, das geht nicht hier weiter. Da ist auch noch... Oh, guck mal, da ist ein Fuchs wieder. So eine Fuchsstatue. Komme ich da hoch? Nee. Ja. Schade, ich habe mir die Fuchsstatue gerne angeguckt. Den haben wir ja nicht getroffen, ne? Da ist sie. Das ist wirklich ein Fuchs. Wahrscheinlich der Fuchs, den wir mal treffen. Oh. Wenn man von Teufel spricht. Ich glaube, meine Katze möchte rein. Ich muss mal gucken. Hallo, lieber Fuchs. Ich lasse meine Katze mal eben kurz schauen, was sie möchte. Also dauert ein Sekündchen, Katzen. So, jetzt bin ich wieder da. Kurzen Sekündchen. Ein Minütchen. Notfalls könnt ihr da vorspulen, wenn ich nicht gleich nochmal aufstehen muss. Jetzt sitzt du wieder vor der Tür. Ich hab's geahnt. Naja, jetzt ist egal. Jetzt musst du mal eben drinnen bleiben. Hallo nochmal, mein wandernde Freundin. Wie zuvorkommt von dir, den Bau eines alten Fuchses zu besuchen? Hier ist es ziemlich leer, oder? Nein, nicht im Bau. Im Land der Götter.
Es mangelt an Tiere und an den Geistern ebenso. Lifla ist noch immer an seiner Höhle, wie es scheint, und der alte Bärengeist zieht im Norden von einem Unterschlupf zum nächsten. Eins gab es jedoch mehr von ihnen, weißt du, einen Fisch und einen Kranich. Der Fischgeist lebt in Flüssen und Tümpeln nahe des Zwielichtsees. Sein letztes Geschenk an uns ist nie versiegendes Wasser. Ohne das Wasser wären wir schon vor langer Zeit zugrunde gegangen. Und der Kranichgeist, sie half während des Zerfalls dabei, die letzten Priester und Priesterinnen nach Norden zu führen. Sie wurden von Kuroko-Schergen zur Strecke gebracht. Sie hielten sie für einen Schwan, Narren, so wie sie, so wie sie schwinden, auch wir. Alles, was bleibt, ist, Fragen zu stellen, und ich habe zwei davon an dich. Warum der Zerfall und warum du? Erwandere dir die Antwort, kleine Wanderin. Danke für deine Gesellschaft. Lange ist es her, aber nun führe deine Suche fort. Sonst wird es kein nächstes Mal geben. Okay. Gerade gucken, wo meine Katze ist. Ah, okay. Ich glaube, sie geht mit ganz viel Glück schlafen. Ich weiß es nicht. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, aber wo muss ich denn hin? Kannst du mir das sagen, lieber Fuchs? Ich weiß es nämlich nicht. Also hier schon mal... Schon mal nicht. Meine Katze, ne? Ich bringe meine Katze noch um. So. Wie macht ein Fuchs dich, würde ich sagen. Aber wo müssen wir denn jetzt hin, lieber Kranich? Oder ist auch noch ein Ausgang? Kann das sein? Oh, ich wollte hier runter. Mal im Schauen, den habe ich... Ach da. Ach nee, das ist der, ne? Das ist der, wo wir kamen. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Wenn ich fragen darf. Sollte ich vielleicht nochmal zurück zum Dorf und mit denen mal sprechen? Wir haben da ja auch noch Schriftrollen, die ich nicht entziffern kann, weil wir die Sprache nicht können. Also in den einen Schrein kommen wir nicht rein. Ich kann nochmal hier durchfliegen, aber ich glaube, das wird mir nichts bringen. Ja, ich glaube, ich werde das nochmal machen, dass ich hier mal herumfliege. Und ansonsten würde ich einfach nochmal eventuell zurück zur Stadt. Ich glaube, die war sowieso hier unten, Pi mal Daumen. Kann das hinkommen? Da oder da? Ich würde erst dahin fliegen und dann da. Aber ich glaube, das war hier. Hier ist der Fuchs. Oder müssen wir jetzt vielleicht alle Dingsen noch besuchen? Das könnte natürlich auch sein. Das wäre natürlich ein bisschen unpraktisch. Ist da auch eine Höhle? Ich glaube ja. Nee, ist nicht, aber was ist denn hier? Da will ich mal schauen. Oh mein Gott. Warum? Zwei, die angekettet sind. Oh, ich muss von der anderen Seite. Wir haben uns in verschiedenen Welten verloren. Ich bin ohne dich und du bist ganz allein. In meinem Gedanken kommen wir aneinander näher. In der Kälte hältst du meine Hand. So jedoch wie die Statue an die Wände gekettet sind, gehören unsere Seelen dem Leben und dem Tod. Sarida, ich weiß nicht, wo du bist, aber die Erinnerung an dich wird für immer durch mein Herz hallen. Oh. Oh, zwei. Oh. Warum? Das ist voll traurig. Das ist voll traurig. Oh mein Gott. Ich geh nochmal da hinten hin. Da vielleicht auch was ist. Aber das scheint jetzt nicht unten was zu sein. Okay. Sie fragen, wo gehen wir hin? Ich versuche gerade mal so ein bisschen. In der Richtung, ne? Ja. Ja, weiß ich auch noch nicht, wo wir hin müssen. Ja, da kommen wir wieder in diesen sehr
seltsamen Bereich. Also, was heißt Bereich? Aber ja, sehr lilafarbigen. Das ist echt ein Monument, ne? Das ist echt ein freakiges Monument. Da kommen wir auch aktuell nicht hin. Nur gerade mal eben, als ob ich mit der Lampe vielleicht irgendwas machen kann. Aber nee, scheint nicht der Fall zu sein. Ja gut, dann werde ich wohl wirklich erstmal. Oh, ich habe gerade gedacht. Ich habe jetzt gedacht, ich stürze ab, weil ich. Ja. Ich fliege mal in der Richtung. Oh, nein, nein, nein. Und frage mal, was wir als nächstes machen. Ja, diese wunderschönen Inseln. Ich finde die wundervoll. Hier waren wir. Die habe ich mir gelesen. Die habe ich mir durchgelesen. Waren hier nicht die Krebse? Ja, hier waren die Krebse. Die süßen, tanzenden Krebse. Die sind so cute. Mit dem Symbol und alles. Da. Kann ich nicht irgendwie. Nee, irgendwie. Irgendwie nicht. Du. Die Siedlung. Ja, bin ich doch hier richtig. Wo ist sie denn? Da. Ich würde ja gerne den Opa wieder besuchen und ihn fragen, ob er uns vielleicht irgendwie helfen kann. Aber ich kann auch nicht mit dem wirklich sprechen. Warum auch immer. So, ich bin mal wundervoll hier gelandet. Sag mal, ich und John und meine Eltern vor uns kümmern uns schon seit Jahren um das Land der Götter, sondern ich. Viel habe ich über die Rituale der Pilgerreise jedoch nicht nachgedacht. Warum zieht es nur Vogelwanderer auf die Pilgerreise? Es gibt andere Wanderer, die von anderen Geisterwesen auserwählt wurden. Natürlich gab es da Geschichten, die von Kara erzählen. Auch sie war ein Vogelwanderer, aber da steckt bestimmt noch mehr dahinter. Ähnlich verhält es sich mit Karas nicht. Fühlt sich so an, als hätte man es dir anvertraut, damit du Licht ins Dunkel bringst. Jedoch liegt ein Teil der Pilgerreise noch vor dir, oder? Lass mal sehen. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier. Nordwestlich müssen wir. Das heißt in der Richtung. Lass mal eben schauen. Da, aber waren wir da nicht schon? Oder habe ich da vielleicht doch was übersehen? Dann gehen wir mal nordwestlich hin. Muss ja denn Grund haben, warum sie sagt nordwestlich. Dann werden wir das mal machen. Ich glaube zwar schon, dass ich da eigentlich war, aber gut. Gehen wir hin. Gehen wir hin. Vielleicht fehlt mir da auch was. Das ist da ein kleines. Oh, da sind auch noch welche. Wow. Das war gerade knapp. Da sind auch noch zwei. Es ist nicht mehr weit. Die Zuflucht ist gleich da drüben, aber gib Acht, das Land zerfällt sogar hier. Oh. Die Leute, ne? Die haben wirklich versucht, Zuflucht zu finden. Okay, die Musik hört auf. Das ist ein bisschen. Okay, das. Ah, okay. Oh, hier war ich. War ich nicht hier schon an. Okay, ich weiß es nicht, aber jetzt auf einmal kann ich da wohl was machen. Habe ich da vielleicht doch was vergessen? Nee, hier war ich doch schon. Hier ist es wahrscheinlich hier die Zuflucht, ne? Oh, warte mal. Ich konnte. Oh, hier konnte ich vorher noch gar nicht hin. Oh, okay. Dann ist hier wahrscheinlich das Letzte. Alles klar. Ja, gut, okay, ja. Okay. Oh, das sind aber viele Stufen. Oh, das geht aber sehr. Okay, es geht sehr weit runter.
Das geht sehr weit runter. Ah. Dann ist das der letzte Tempel mit dem letzten Fragment. Wir hatten jetzt einmal eine Wahl gehabt. Wir hatten die Schriftrolle. Frage mich, was der letzte Gott für ein Wesen ist. Ich hatte gerechnet, dass es der Kranich ist.